Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video möchte ich euch meine 5 meistgewünschten Dinosaurier für Jurassic World Evolution vorstellen. Was ihr dabei noch bedenken müsst, das ist meine persönliche Meinung und meine persönliche Liste. Und eure kann davon natürlich so ein bisschen abweichen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unten in die Kommentare eure persönlichen Top 5 meistgewünschten Dinosaurier für Jurassic World Evolution schreiben würdet. Und ihr müsst noch dabei bedenken, ich habe in diese Liste nicht nur Dinosaurier aufgenommen, sondern auch Wassersaurier heißen sie, glaube ich, nur, und Flugdinosaurier. Die zählen ja nicht zu den Dinosauriern, habt ihr mir schon häufig geschrieben, aber die habe ich auch mit hier in diese Liste gezählt. Und jetzt würde ich sagen, ohne weitere Umschweife kommen wir zu meinen persönlichen Top 5 meistgewünschten Dinosaurier für Jurassic World Evolution. Auf Platz 5 habe ich den Shantungosaurus, oder gern genannt von uns Shanti, den ich ja schon sehr, sehr gerne und auch schon öfter in The Isle gespielt habe. Ich habe diesen Dinosaurier wirklich ins Herz geschlossen. Er gehörte zu der Gattung der Hadrosaurier oder Hadrosauridae und hat in der späten Oberkreide gelebt. Der Shantungosaurus wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Bereicherung für Jurassic World Evolution und würde sich auf jeden Fall mit seiner Größe und seinem Gewicht von den anderen Hadrosauridae abheben und wäre definitiv auch ein Highlight unter den Herbivores. Für mich ist der Shanti ein Dinosaurier, über den ich mich sehr freuen würde, wenn er in Jurassic World Evolution eingefügt werden würde. Und genau deswegen ist er bei mir auf Platz 5 gelandet. Der Dinosaurier, den ich mir am viertmeisten für JWE wünsche, das ist nicht nur ein Saurier, sondern eher eine Gruppe von Dinosauriern. Denn ich wünsche mir weitere Raptoren für das Spiel. Es gibt wirklich viele coole Raptoren, die man in das Spiel mit einbringen könnte. Und momentan gibt es ja wirklich nur den Velociraptor in dem Spiel, was ich ein bisschen schade finde bei der coolen Auswahl an Raptoren. Denn man könnte zum Beispiel den Utahraptor oder den Austroraptor in das Spiel mit einbringen. Bei diesen wäre es natürlich am allercoolsten, wenn sie dann wirklich auch so ein Federkleid hätten, also gefiedert wären. Denn sowas gibt es ja in Jurassic World Evolution noch gar nicht. Es gibt keinen einzigen gefiederten Dinosaurier, was ich sehr schade finde. Ich würde es echt feiern, wenn wir da mal so ein bisschen Abwechslung hätten, nämlich mal einen gefiederten Raptor, der in unserem Park rumläuft und einfach mal komplett anders aussieht als die anderen Dinosaurier im Park. Es gibt ja auch schon so eine Mod, wo das Ganze an Velociraptoren ausprobiert wird. Allerdings ist es da ja eher so semi-gut. Also es ist ein ganz netter Versuch, wie es aussieht, aber das Federkleid lässt halt zu wünschen übrig. Aber ich glaube, wenn Frontier das persönlich machen würde mit ihren professionellen Entwicklern, dann würde da wirklich was Gutes bei rumkommen. Und deshalb wünsche ich mir am viertmeisten für Jurassic World Evolution weitere Raptoren. Und zwar müssen diese gefiedert sein. Platz Nummer 3 belegt der erste Flugsaurier, nämlich der Dimorphodon. Wir haben ja jetzt das Aviarium bekommen, womit eigentlich, also ich zumindest, habe damit nicht mehr gerechnet, dass wir noch Flugdinosaurier in Jurassic World Evolution bekommen werden. Allerdings ist bis jetzt nur der Pteranodon ins Spiel gekommen, was ein bisschen schade ist, weil wir haben extra das große Aviarium und dann könnte man doch wirklich noch so ein bisschen die Vielzahl an Flugsauriern für das Spiel erhöhen. Und ich finde, da würde sich fast keiner besser anbieten als der Dimorphodon, den man ja sowieso schon im Jurassic World Film zu sehen bekommt. Dieser ist relativ klein und würde auf jeden Fall gut in das Aviarium von der Größe her reinpassen. Er sieht böse aus wie so ein kleiner, fieser Drache. Und wir haben ihn ja sogar schon mal im Spiel durch eine Mod gesehen. Zwar nicht als Dinosaurier, den man halten kann, aber es gibt eine Mod, wo man die Bäume entfernt. Da fliegen ja normalerweise dann so Papageien weg. Und bei dieser Mod fliegen dann statt diesen Papageien die Dimorphodons weg. Diese Mod hat mich tatsächlich auch so ein bisschen auf die Idee gebracht, den Dimorphodon so ein bisschen weiter höher auf meiner Liste nach oben zu setzen, weil ich das echt cool fand. Als ich den so in-game gesehen habe, dachte ich mir so, eigentlich würde der wirklich gut in das Spiel passen und deswegen ist er bei mir auf Platz 3 gelandet. Es gibt natürlich auch noch weitere Flugsaurier, die man in das Spiel einfügen könnte. Zum Beispiel der Quetzal fällt mir da noch ein, aber ich glaube, der ist sehr groß. Ich weiß nicht, ob der von der Flügelspannweite und von der Größe her gut in das Aviarium passen würde. Das müsste man dann ausprobieren. Aber ihr kennt sicherlich noch einige weitere Flugsaurier, die cool wären für das Spiel. Die könnt ihr dann gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Werde ich dann googeln und mir die mal angucken. Aber dadurch, dass wir erst einen Flugsaurier im Spiel haben und der Dimorphodon im Film vorkommt, habe ich mich entschieden, diesen auf meinen Platz 3 zu packen. Und dann kommen wir auch schon zu Platz 2. Auf Platz 2 befindet sich bei mir der
Pterycinosaurus. Ein wirklich sehr besonderer Dinosaurier, wie ich finde. Ein Pflanzenfresser, der aufrecht läuft, mit riesigen Klauen wie Wolverine an den beiden Händen zur Verteidigung. Das ist wirklich einzigartig und deshalb ist er bei mir auch auf Platz 2 gelandet. Ich glaube, der steht auch bei der Jurassic World Evolution Community ganz weit oben auf der Liste bei den meistgewünschten Dinosauriern. Deshalb ist auch schon eine Mod rausgekommen, wo der Pterycinosaurus in das Spiel eingefügt wurde. Bei der Mod sieht der Pterycinosaurus auch schon ziemlich cool aus. Das Problem ist allerdings, dass er hier für den Apatosaurus eingefügt wurde und dann dementsprechend auch die Animation von dem Apatosaurus so ein bisschen teilt. Also er läuft sehr langsam und er setzt halt auch seine Klauen nicht ein, er kann nicht kämpfen. Er hat natürlich auch schon bei der Mod so ein bisschen ansatzweise dieses Federkleid, was er ja in echt hatte, bekommen, was ich auch echt cool finde. Aber ich denke, wenn er offiziell ins Spiel kommen würde, würde er einfach nochmal 100-mal besser aussehen. Außerdem wäre es auch cool, ihn im Kampf dann mal gegen den Tyrannosaurus oder so zu sehen, mit seinen Klauen, wie er sie einsetzt, wie er sich verteidigt. Das würde ich richtig feiern. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir den Terry schon sehr, sehr lange für das Spiel wünsche. Der steht schon lange ganz weit oben auf meiner Liste und deswegen ist er auch immer noch verdient auf Platz 2. Und ich hoffe wirklich, dass wir ihn vielleicht sogar schon in diesem Jahr für Jurassic World Evolution bekommen werden. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Platz 1 der meistgewünschten Dinosaurier für Jurassic World Evolution. Und das ist natürlich, könnt ihr euch sicherlich schon denken, der erste Wassersaurier für das Spiel, nämlich der Mosasaurus. Der Mosasaurus ist ja wirklich ein Highlight in der Jurassic World Filmreihe. Allein schon die Szene, wie sie dann alle auf der Tribüne sitzen und dann ein großer weißer Hai da oben rüber gefahren wird mit der Leine und dann der Mosasaurus aus dem Wasser schnellt und diesen mit einem Haps verschlingt. Das ist schon wirklich, wirklich episch. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass wir jetzt das Aviarium bekommen haben und den ersten Flugsaurier, habe ich auch wirklich Hoffnung, dass es der Mosasaurus auch noch in das Spiel schaffen wird. Ich würde es mir auf jeden Fall richtig doll für das Spiel wünschen, dass wir noch irgendwann die Möglichkeit bekommen, Wasserbecken zu bauen, Wassergehege sozusagen. Und dann können nach und nach gerne weitere Wassersaurier in das Spiel eingefügt werden. Aber der Mosasaurus steht definitiv bei den Wassersauriern und auch bei allen Sauriern ganz oben auf meiner Liste von den Dinosauriern, die ich mir für das Spiel wünsche. Man muss allerdings auch bedenken, der Mosasaurus ist wirklich gigantisch groß. Das heißt, so ein Wassergehege für den Mosasaurus würde richtig viel Platz in Anspruch nehmen, aber ich würde es trotzdem sehr feiern und deshalb habe ich ihn hier auch auf meinen Platz 1 gepackt. Das waren meine Top 5 meistgewünschten Dinosaurier für Jurassic World Evolution. Schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare eure Top 5 meistgewünschten Dinosaurier oder Wassersaurier oder Flugsaurier. Und ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.